Atlético Madrid hat eine vorzeitige Meisterfeier von Titelverteidiger FC Barcelona verhindert. Der Tabellenzweite der spanischen La Liga setzte sich gegen Pokalfinalist FC Valencia 3:2, 1:1 durch und liegt nach 34 Spieltagen weiter 9 Punkte hinter Spitzenreiter Barça. Serviceergebnisse der Primera Division, Bildergalerie internationaler Transfermarkt aktuell, Fußballtransfers international 86 Bilder der Champions League Halbfinalist kann sich mit einem Sieg am Samstag im Camp Nou gegen UD Levante die 26. Meisterschaft der Clubgeschichte sichern, da die Katalanen den direkten Vergleich gegen die Madrilenen 1:1, 2:0 für sich entschieden haben. Jetzt das aktuelle Trikot von Atlético Madrid bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Atlético ging in der 9. Minute planmäßig durch Alvaro Morata in Führung. Kevin Gameiro, 36. gelang der Ausgleich für die Gäste, die noch mit der Qualifikation für die Champions League liebäugeln. Weltmeister Antoine Griezmann, 49. sorgte dann kurz nach der Pause für die erneute Führung des Gastgebers Ehepaar Rio, 77. per Handelfmeter für den Europa League-Halbfinalisten traf. Punkt. Angel Correa, 81. gelang anschließend durch ein Traumtor aus gut 20 Metern die Entscheidung zugunsten von Atletico. Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker, DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live.